bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Wenn man Drip auf Amazon sucht, dann komm ich raus, nicht? Let's Sketch mit Hübi und Need to Know. Geile Kombi, ich bin gespannt. Let's go. Oh, laut. Herzlich willkommen zum lustigsten Format auf ganz YouTube, nämlich Let's Sketch. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich habe einfach gerade... Ja, hier einfach ein bisschen hier, wie heißt das? Eigenlob. Ich riech's, aber hat ja recht. Diesen Kommentar hier nur vorgelesen, denn genau darum geht's in diesem Format. Unter der letzten Folge habt ihr mir über 3500 Beispielsätze und Themenvorschläge geschrieben. Und ich habe diese genommen und daraus halt versucht, irgendwie so 4 Sketche zu bauen. Man kann sich vorstellen, dabei kommt eher so ein bisschen verrückteres Zeug rum, weil eure Sätze sind komplett random und ich muss daraus irgendwie was Sinnvolles machen. Und vor allem gerade bei so Themenvorschlägen wie... CEO als Jude. Ja, no. Hab ich schon, was für eine Art von Sketch jetzt der Kommentarschreiber da so erwartet. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Aber egal! No. Schau einfach mal rein. Was? Das ist wirklich eine richtige Aussage? Ein bisschen leiser, okay, kann ich gerne machen. Was daraus geworden ist, Wolke und ich sind schon sehr gespannt. Viel Spaß mit der Sketch. Yahoo! Willkommen zu Let's Sketch! Und eins, das Thema! Wuhu, Leute, es geht ja los! Es ist so geil, wieder hier zu sein! Was haben wir als erstes? CEO verliert seinen Drip und bestellt einen neuen bei Amazon Prime! Perfekt! Boah, das sogar das aus dem Titel direkt jetzt hier als erstes. Ja, krass. Thema, Alter! 3, 2, 1, go! Hallo, ich bin Amazon. So eine Sache, die mir immer auffällt bei, wie heißt das? Sag's jetzt. Danny Dos hat Internet. Der hat immer im Titel immer was stehen auf dem Thumbnail und das ist das Erste, was er zeigt in dem Video. Finde ich auch immer recht spannend, so. Mal nicht als Letztes zu machen, die Aufmerksamkeit zu erhöhen, Zuschauerbindung oder sowas. Amazon, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, ich habe mir gedacht, ich habe irgendwie gar keinen Drip mehr, deswegen wollte ich fragen, ob ihr mir helfen könnt. Okay, gehen wir das Ganze logisch an. Sie kommen aus Bayern, wie wär's dann mit Leberkäse? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, ist nicht aus. Ich weiß nicht, gibt's das auch ein Cool? Leider nicht, wie wär's dann mit ein paar Geduldsfäden? Wäre das nicht was für Sie? Nein. Okay, schade, vielleicht wollen Sie ein paar Krötenbeine. Ey, lass mich in Ruhe, ich brauch sowas nicht. Ich brauch irgendwas zum Anziehen, damit ich wieder gut aussehe. Vor allem, es sind gebratene Krötenbeine und die sind in der Dose. Feinkost vegan, das ist doch nicht Amazon. Hä? Er sagt Amazon, aber das ist doch nicht Amazon. Das ist nicht mal das Design von Amazon hier, hä? Ey, lass mich in Ruhe, ich brauch sowas nicht. Ich brauch irgendwas zum Anziehen, damit ich wieder gut aussehe. Okay, da habe ich genau das Richtige für Sie. Wie wär's mit einem sexy Evelyn-Cosplay? Was? Nein! Ja. Was soll das? Ich bin nicht so ein... Ey, darin, CEO. Wäre schon nice. Das ist Amazon, ja. Oh, aber 45, was eigentlich für ein Cosplay? Evelyn? In welchem Anime ist denn das oder von was ist das generell? Kenn ich. Was? Nein! Was soll das? Ich bin nicht so einer! So, über 200 Nutzer haben sich schon darauf eingewedelt. Okay, zu viele Informationen. Laut meiner Datenbank sind Sie einer von denen. Das ist eine Lüge! Also ich habe mich nicht ignoriert. Ich kann halt nur während der Reaktion nicht so sehr in den Chat gucken. Ich habe aber Hallo gesagt. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Okay, es reicht. Wenn der nächste Artikel mich nicht abholt, dann bin ich ein für alle mal raus. Wie wär's mit diesem Poster von Bella Porsche? Leck mich doch am Arsch! Ja. Obwohl, darf ich nochmal kurz sehen, bitte? Das Thema! Schlinge, Das erste war schon mal ziemlich geil, das nächste muss mal besser werden. Was haben wir denn da? Mafia! Hatten wir das nicht schon 100.000 Mal? Was ist denn da los? 3, 2, 1, go! Hübi! Ja, was gibt's? Ich muss sagen, ich bin momentan gar nicht zufrieden, wie die Geschäfte so laufen. Hä? Sie wollten mir Ruhe zahlen. Ja, aber keine Roten! Irgendwie ist der Schnitt zwischen den beiden Szenen, da ist immer so eine Frame, die noch reinrutscht irgendwie, oder? Es kommt mir gerade nur so vor. Was vorne? Ich bin nicht zufrieden, wie die Geschäfte so laufen. Hä? Irgendwie ist Sie da was nicht. Ruhe zahlen. Ja, aber keine Roten! Ach so. Sag mal, muss ich dir alles doppelt und dreifach erklären? Wir verlangen Schutzgeld von den Filialen. Aber wir können nicht alle schützen, nur diejenigen, die am meisten zahlen. So ist es nun mal. Aber das ist doch Pay-to-Win. Was? Nein, ich weiß nicht, dass du sowas sagst. Stronzo, das stimmt doch nicht, oder? Naja, an sich könnte man das schon Pay-to-Win nennen, so ist nicht. Und wenn schon, was? Ey, wie mir Hübi auch in die Seele guckt direkt. Da soll nicht in die Kamera gucken, groß dran vorbeigucken. Du spielst eine Rolle. Oder Scheiß, soll ich jetzt ein Eis backen oder was? Viel wichtiger ist doch die Frage, ob du mir sagen kannst, was das für eine Flagge ist, Hübi. Brasilien. Nein, es ist das Wappen von unserem Stammlokal. Ja. Stronzo, mach ihn fertig. Okay, Boss. Stronzo. Du bist die Null im Binärcode. Stronzo, diese Beleidigung war aber schon...
Mega cringe. Ja, aber ich denke, du weißt schon, warum ich dich auf das Stammlokal anspreche, oder? Woher soll ich das denn wissen? Ach ja, also warst du nicht einer derjenigen, die da auf die Treadmans was geschrieben haben, wie, ich hätte sowas wie Schrumpelklöten. Das war doch nur ein wenig Gesellschaftskritik. Ich glaube, es hakt. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich meine, warum behauptest du denn sowas über mich? Naja, also es wird neuerdings gemunkelt, dass sie sich... Na, sie wissen schon, die Fingernägel lackieren. Nagellack ist aber auch super cool und es lässt mich in Frieden. Hä, hey, aber ich kann mir doch auch vorstellen, dass gerade so ein Mafia-Boss auch die Fingernägel lackiert. Das wäre so ein Ding, was mich gar nicht wundern würde, so was irgendwie passen würde in das Image, so finde ich. Also wäre ich Mafia-Boss, ich würde mir die Nägel lackieren. Das haben die an Zios Geburtstag gedreht. Ah, okay. Facebook, Instagram, WhatsApp sind down. Alles gehört zu Facebook. Da haben wir schon mal selber Probleme aktuell. Ich habe vorhin auch geguckt, ich habe ja heute ein Video-Foto hochgeladen, wollte nachgucken, warum es, wie es so lang kommt. Und dann habe ich da hochgescrollt und mal wieder Fehler, das Feed konnte nicht geladen werden. Wahrscheinlich liegt es daran, ja. Er würde Sinn ergeben, ja. Cool, toll. Nintendo Smash Service ist auch gerade down. Alle sind down. Meine Stimmung ist auch down. Nein, alles gut. Runde 3, das Thema. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Jetzt geht's noch mal richtig ab hier hoffentlich. Seeober Hyper Bowl. Seeober Hyper Bowl. Was zum Thema? Geier ist eine Hyper Bowl? 3, 2, 1, go. Was geht ab, Elite? Euer Lieblingsbiertrinker ist hier. Ich weiß, ihr denkt euch sicher, da wird mir ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ist das nicht der Typ, der seit 8 Jahren Comedy auf YouTube macht und sich CEO nennt? Ganz genau dem ist so. Frag einen CEO. Aho Deluxe fragt, wer bist du? Ach so, ja, also ich bin CEO und... Selina hat sich gefragt, was ist dieses CEO und wo kann man es kaufen? Nee, das hast du falsch verstanden, also ich heiße CEO und... Alina Gottfried fragt, was kannst du eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht, ich kann halt so ein bisschen Videos für YouTube, also... Chablü fragt, Alter, stinkst du? Was ist denn das für eine Frage? Ich dachte, ich werde hier so ein bisschen interviewt und... Gigi fragt, wieso bist du eigentlich nichts? Hä, ich bin doch nicht nichts, ich verstehe die Frage nicht. Naja, aber Twitter sieht das... Das Beste ist immer bei diesem Hyperball-Format, dass die Account-Namen von den Leuten immer mega lustig sind teilweise. Also gerade bei dem Frag einen Politiker oder Europaabgeordneten oder sowas, da waren da so ganz komische Namen wie Schwengelkingel oder sowas als Name. Schwengelkingel fragt. Das ist aber das Beste so. Die fragt, wieso Danke, bist Andy. Du eigentlich Andy, nichts? Hä, ich bin doch nicht nichts, ich verstehe die Frage nicht. Naja, aber Twitter sieht das anders. Naja gut, Twitter, aber Twitter ist ja auch ganz speziell. Antonio Giugini fragt, sag mal, hast du dir in die Hosen geschissen? Ja. Ja, schon, warum? Und Runde 4, das Thema. Jetzt kommen wir zum Finale. Ballert nochmal richtig rein, Leute. CEO wird von Need to Know angeschrieben. Nice. Was, warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. 3, 2, 1, go. Was? Nein, CEO, warum bist du jetzt auch so? Erst jetzt diese Taube. Du, was soll das denn machen? Ja, das war gut. Du könntest so viel anders machen. Laufen, saufen, rauchen, tauchen, Kartoffel. Alter, oh, diese alten Style-Videos von Nietzschenau, ey. Wann kommen sie wieder? Du denn? Warum tust du das? Ich weiß nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, Nietzschenau aussieht, stelle ich mir immer vor, wie er vom Mikrofon sitzt und so schreit. Warum tust du das? Kartoffel. Jetzt muss ich mir direkt in meinem Bildkopf, in meinem Kopf bildlich vorstellen. Du Kecko! Du machst mich so sauer! Du machst mich so sauer! Steh sofort aus! War ein Befehl! Sofort! Und was zum Geier ist das alles um dich herum, wenn du wenigstens vorher aufgeräumt hättest? Aber warum? Ja. Warum? 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 Ah, locker hat er nicht so viel Alkohol getrunken, es hat er nur die Flaschen leer gekauft, damit er sie ins Video stellen kann. Das muss es sein. Das ist aber kein Kamama-Mama-Mama-Bär. Und Alter, was ist denn hier los? Hast du den Panzerfahrer angezeigt, der dir übers Gesicht gefahren ist? Ja, lustig, ich habe gestern noch über Come-on-Bär geredet. Come-on-Bär, ja, Englisch, sehr gut, nicht so übersetzen, bitte. Und jetzt kommt es hier wieder vor, nice. Hast du den Panzerfahrer angezeigt, der dir übers Gesicht gefahren ist? Also langsam fühle ich mich gemobbt. Ha, langsam. Jetzt mit zwei Gast-YouTubern, wie geil ist das denn? Also wenn ich mir damit keinen Daumen nach oben verdient habe, dann Fall. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, Leute, checkt Zios Kanal ab, abonniert den, ne? Lasst Liebe da, auf jeden Fall. Küsse, sehr geiler Typ. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und jeden Tag Arschhaare rasieren. Alter, bin ich froh. Na, jeden Tag die rasieren, hast du Stoppeln hier mit rauskommen, nicht cool. Lieber wachsen lassen. Das sag grad ich, okay. Und wenn ich endlich wieder das sagen darf, was ich möchte. So, schreibt mir jetzt aber weitere Beispielsätze sowie Themenvorschläge jetzt in die Kommentare. Am besten gleich mal 10, 20, 30 Kommentare auf einmal reinschreiben, denn je mehr Kommentare ich habe, desto besser wird die nächste Folge. Und aber nicht spammen, sondern eben Spam-Ordner bei CEO. Und da guckt er garantiert nicht rein, denke ich mal. Deswegen, ne? Mit Anstand.
Vor allem, je höher auch die Chance, dass du auch reinkommst in die nächste Folge. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich wünsche dir wie immer einen super geilen Start in die Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf. Viel Spaß hier noch auf YouTube. Dein CEO. Halt dich eingebindet. Nice. Okidoki. Ja, okidoki. Ja. Nice. Sehr cooles Video. Ich mag Let's Sketch. Auch wenn es ein bisschen kürzer ist und so. Aber trotzdem, es ist eins der wenigen Kommentarvideos noch, wo so mit den Kommentaren so krass eingegangen wird, oder? Weil gibt es aktuell eigentlich Formate, wo YouTuber noch auf die Kommentare eingehen, so in Videos? Außer jetzt ich zum Beispiel, ich als Premium-Beispiel. Aber sonst bei großen YouTubern kennt man es gar nicht mehr, ne? Und höchstens nur so auf Fragen beantworten, die bei Instagram gestellt werden. Sowas kenne ich noch. Brody Prabbelt damals, genau, gab es auch noch von mir. Ja, ja. Nicht mehr so viel, aber ja. Genau, aber nice Video. Checkt sie ab. Link auf YouTube dann in der Beschreibung. Ich bin Profi-Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi-Brody, alles andere nur Dreck.